von meinem Papa zu Weihnachten 5 Kilo Speck gekriegt, da hat sich jeder gefreut. Nein, nix, einfach so. Jetzt bringt er halt die ganze Pappen. Karten spielen für ganze Abende und Kartoffeln mit Salz werden zum unvergesslichen Abendmahl. Und es sind eben genau die Dinge, die man nicht kaufen kann, die einen aber glücklich machen und die deshalb so wertvoll sind. Ah, sorry, Paul, sorry.